Ne, für die Potsdamer Jüdinnen und Juden natürlich. Das ist ihr Haus, das ist ihr Synagogenzentrum. Das ist genau der Ort, wo soziale Fragen eine Rolle spielen wollen, wo man sich beraten lassen kann, wo man beten kann, wo man aber auch Rituale begeht, wie das Reinigungsritual in der Mikwe oder die Bat Mitzwa oder die Bar Mitzwa feiert, wo man das Laubhüttenfest feiern kann, wo man den Chanukka-Leuchter entzünden kann. Also all das, auf das die Juden in Potsdam so wahnsinnig lange gewartet haben. Denn alle weiterhin mit so einem großen Engagement arbeiten. Denn wir sind, und das ist auch mal eine gute Nachricht, wir sind ja noch weit vor Zeitplan. Und das hat was auch mit den Bauleuten zu tun und mit allen Projektbeteiligten. Und wenn es so weitergeht, werden wir in anderthalb Jahren hier in der Tat die Synagoge an die ZWST übergeben können. Großartig.